Goodie, willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon. Wir sind wieder da und gehen in den nächsten Park, den Park, auf den ich mich die ganze Zeit schon gefreut habe, denn es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man unsere Hilfskräfte einstellt, die alles sauber machen und natürlich die ein oder anderen Sachen repariert werden. Ivory Towers, auf geht's! Erstmal drücken wir Pause. Wir sollen 1000 Besucher bis Ende Oktober ja 3 im Park haben, sowie eine Parkbewertung in Form von 600 oder in der Höhe von 600. Wir müssen also Leute einstellen. Kann ich das auch, während Pause ist? Ja, kann ich. Sehr gut. Die werden jetzt erstmal überall abgesetzt, damit die dann auch wirklich alles sauber machen. Und ich muss denen natürlich gleich noch sagen, ups, nein, Hilfskraft Nummer 4. Geht auf den Weg, dass die bloß nicht Rasen mähen sollen. Das wäre jetzt das Fatalste. Einfach bitte nur den Weg fegen. Und dementsprechend dafür sorgen, dass alles erstmal irgendwo eine gewisse Grundreinheit und Sauberkeit hat. So, wir haben jetzt ziemlich viele Leute. Den muss ich natürlich auch die Wege noch zuweisen, wo sie lang zu laufen haben. Hilfskraft Nummer 1. Fangen wir mal mit dir an. Du bist ja ganz am Anfang des Parks. Muss noch mal gucken, wo du überhaupt bist. Da. So. Du übernimmst jetzt dieses ganze Gebiet. So, Hilfskraft Nummer 2 ist da. Übernimmt dann dieses Gebiet. Da habe ich auch eine Hilfskraft abgesetzt, glaube ich. Aber das ist nicht schlimm. Hilfskraft Nummer 3. Übernimmt bitte dieses Gebiet. Hilfskraft Nummer 3 muss ich hier auch absetzen. Hilfskraft Nummer 4. Übernimmt dann dieses Ganze. Ja, kommt auch in etwa hin, das ist sowieso dein Weg. Dann haben wir die nächste Hilfskraft, Nummer 5. Wo sitzt die? Dort oben. Okay, du übernimmst das ganze Wasser. Hilfskraft Nummer 6. Erstmal hin. Ist ziemlich weit hinten. Das ist natürlich dann katastrophal. So, das ist das Einzige, was du machen kannst. Wir brauchen noch viel mehr Hilfskräfte. Hilfskraft Nummer 7 kommt hier mit hin. Kümmert sich bitte auch um den Weg dort oben. Muss sich erstmal auch um dieses Gebiet kümmern, ist nicht schlimm. Du mähst bitte auch keinen Rasen. Hilfskraft Nummer 8. Du wirst dich hierum kümmern. Goodie. Hilfskraft Nummer 9 macht dann den Rest hierzu. Ach, Nummer 8. Nummer 8 muss unbedingt noch. Es erinnert mich an irgendeinen Film, an einen alten Film mit einem Roboter. Nummer 5 lebt. War ganz cool und vor allem sehr traurig. Gott. Ah, ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich selber an Tränen ausbreche. Dann ist das alles soweit okay. Hier fehlt noch ein Stück. Und da teilen wir Hilfskraft Nummer 10 erst einmal ein, die sich um diesen ganzen Mist hier kümmert, der eigentlich keine Bewandtnis hat. Wozu gibt es das überhaupt? Verdammt. Gut. Okay, läuft erstmal, macht mal. Viel Erfolg, viel Spaß. Rasenmähen muss ich noch ausmachen bei Hilfskraft Nummer 10. Treetopper ist defekt, das passiert. Wir haben nur 2 Mechaniker jetzt. Jetzt kriegen wir noch einen dritten dazu. Aufseher müssen her. Wie konnte man die ganze Kotze hier rumfliegen lassen? Das ist furchtbar. Okay, der nächste Teddybär wird ein Teaser. Das ist der Aufseher, Aufseher, Entertainer, Entertainer 2. Wo ist denn der? Da. Ist ein Tiger. Achso, Forschung. Forschung ist auf maximal und keine Verbesserung von Attraktionen. Dankeschön.
So, und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass der Park repariert wird. Das heißt, überall wird alles erstmal erneuert. Die ganzen Bänke. So ist gut. Und wir brauchen natürlich auch die neuen Lampen. Das wird erstmal unsere Hauptaufgabe sein, alles zu reparieren. Sieht doch schon mal besser aus. Wesentlich besser. Besucher sind unzufrieden, weil sie ihren Park, die Toiletten nicht finden. Wird es später geben? Essen muss ich ja auch erstmal erneuern. Beziehungsweise erstmal hinzufügen. Und hier schon wieder alles kaputt, weil hier hinten keiner sauber macht. Ich glaube, ich brauche noch einzelne Leute, die einfach so hier durch die Gegend switchen. Und keinen Rasen mähen. Gut, das steht soweit alles wieder. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Es dauert eine Weile, bis das alles repariert ist. Meine Fresse. Hauptsache die ganze Landschafts- und Themengestaltung ist durch. Ist Blödsinn. So, hier können auch Mülleimer stehen. Das sind auch noch kaputte Bänke. Hier ist erstmal alles wieder repariert. Gut, Toilette. Eins nach dem anderen. Erstmal bauen wir eine Toilette, weil die Besucher unbedingt darum betteln. Eröffnen. So, dann eine Information, dass die Leute wenigstens wissen, wo sie lang zu laufen haben. Hier wird man wahrscheinlich bis zum dritten Jahr nur damit beschäftigt sein, irgendwas zu reparieren und aufzubauen. So ist gut. Dann haben die jetzt schon mal Essen, Getränke und eine Toilette. Okay, und wir können erstmal weiter reparieren. Diese mutwillige Zerstörung geht mir ziemlich auf den Senkel. So ist gut. Neue Bänke. Und nochmal eine Lampe. Und nochmal eine Lampe. Es hört nicht auf, es ebbt nicht ab. Wir reparieren jetzt erstmal im ganzen Park die Lampen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Mit Aufsehern kann ja nur weniger passieren. So. Sind das auch Lampen? Nee. Sah eben so aus wegen den Pfeilern. Und es ist sehr ruhig. Ich habe nicht mal ein Karussell. Wie furchtbar. Diese Stille bringt mich um. Wir haben jetzt schon 2000 ausgegeben. Aufgrund der ganzen Reparaturarbeiten, das Einstellen der Leute. Aber wenigstens sind die Wege schon mal wieder sauber. Jetzt sind sie auch gleich alle wieder repariert. Da geht's in den Tunnel rein. Na super, das auch noch. Würde mich nicht wundern, wenn es da drin auch alles vollgekotzt ist. Hier ist noch alles okay. Da nicht. Da auch nicht. Die ganzen Bäume gehen mir auf den Senkel. So ist gut.
Okay, dann haben wir das jetzt schon mal wieder geschafft. Jetzt müssen wir die ganzen Bänke reparieren, die hier schon wieder vernichtet wurden. Da sind auch schon wieder Lampen zerdeppert worden. So ist gut. Da müssen wir nachher bloß noch Mülleimer hinzufügen und dann geht das schon. Den Rest machen wir dann irgendwann mal. Das Wichtigste steht ja dann wieder. So, die Unzufriedenheit legt sich langsam. Ich rechne damit, dass wir gleich alles soweit geschafft haben. Und die mutwillige Zerstörung hält jetzt keinen Einhalt. Oder dem wurde Einhalt geboten. Hält keinen Einzug mehr, das wollte ich sagen. Und es sieht wieder wesentlich besser aus hier. Sehr schön. Gut, den ersten Teil haben wir schon mal geschafft. Jetzt kommt der nächste. Wir werden hier vorne auch noch etwas zu essen hinbamseln, dass die Leute wirklich überall die Möglichkeit haben, Essen zu finden. Natürlich auch nochmal eine Toilette. So ist gut. Eine weitere Information kommt hier mit hin. Wir brauchen noch einen Getränkestand. Weitere Bänke. So ist gut. Mülleimer. Oh, darf ich nicht vergessen. Werden jetzt im ganzen Park verteilt. Auf das natürlich auch hier jeder weiß, wo er den Müll hinzuschmeißen hat. So ist gut. Hier sind überall Mülleimer. Da ist noch eine kaputte Bank. Da sind noch kaputte Lampen. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt überall Mülleimer, wo sie hingehören. Brauchen wir uns darum nicht mehr zu kümmern. Aber mir fällt gerade eine Ecke ein, wo wir noch was gebrauchen könnten. Das kommt noch wieder neu. Sehr schön. Und damit steigt jetzt auch wieder die Besucherzahl. Es sieht wieder besser aus hier. Wir haben jetzt überall was zu essen, was zu trinken und natürlich Toiletten. Sehr schön. Kümmern wir uns erstmal um ein Karussell. Können wir froh sein, wenn wir eins haben und endlich Musik gespielt wird. Diese Stille ist so atemberaubend, furchtbar. So, Eingang, Ausgang. Und dementsprechend den Weg setzen. Kostet nichts. Fast nichts. Und hier wird der Eintritt jetzt erhöht. Auf 20 Euro erstmal. Und hier kostet es jetzt nur noch 1 Euro mitzufahren. Auch nicht lange, aber zumindest für eine ganze Weile. Hier keine 3,50, sondern nur noch 1,50. Diese Achterbahn wird auch abgesenkt vom Preis. Kostet jetzt nur noch 2 Euro. Oder machen wir mal 1,80. Und wir haben Musik. Gott, ist das schön. Endlich ist die Stille vorbei. Einen Burgerstand brauchen wir ebenfalls noch. Du, 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 du.
Und weitere Bänke, damit die Leute hier auch in Ruhe sitzen und essen können. Mülleimer. Siehst du, hier vorne am Parkeingang haben wir noch gar keine Mülleimer. Das ändern wir gleich mal. Und hier drüben haben wir noch irgendein Gebiet, wovon ich nicht weiß, was das hier zu bedeuten hat. Aber da wird jetzt auch erstmal alles repariert. So ist gut. Auch hier noch Mülleimer hin. Guti. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel für den Park getan. Das würde ich gerne speichern, weil es eine mörderische Arbeit war. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte das nebenbei machen und derweil auf Pause drücken, aber ist leider nicht mit drin. LP19, speichern. So, weiter geht's. Währenddessen hat die Forschung natürlich schon mal einiges vorangetrieben. Das bedeutet, wir können jetzt auch einen Twister bauen, der dafür sorgt, dass die Leute hier auch schon unterhalten werden. Was gut ist.